Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und endlich ist mal wieder jemand von Bares für Rares zu Gast. Ich freue mich sehr, er ist einer der Händler. David Suppes, wie geht's dir und wo bist du? Hi, ja, ich freue mich mega hier zu sein. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich warte schon seit Stunden sehnsüchtig darauf, dass es endlich losgeht mit dir. Und ich bin gerade in Wiesbaden, erster Tag nach dem Urlaub und es ist furchtbar kalt und furchtbar regnerisch. Daraus schließe ich, dass du an einem schönen Ort im Urlaub warst. Ja, also wenn ich Urlaub mache, dann ist das eigentlich meistens nur so zu weniger als 50% Urlaub, weil ich nehme immer meinen Laptop mit und ich arbeite mega viel von unterwegs. Dafür bin ich dann aber auch mehr unterwegs. Ich war jetzt in Dubai auf der Kunstmesse. Ich glaube, das ist die größte Kunstmesse im Mittleren Osten und hatte da noch ein paar Geschäftstermine von Kunden, möglichen potenziellen neuen Kunden und habe da natürlich noch ein paar Tage Erholung dran gehangen. Ja, war schön. Das freut mich, dass du eine gute Zeit hattest. Bares für Rares gibt es jeden Tag im ZDF und in der ZDF-Mediathek. Wer sich sagt, ich will es im Fernsehen gucken, der weiß Bescheid. 15.05 Uhr und manchmal sitzt ja du da. Der Händlerpool ist ja mittlerweile sehr groß geworden. Ja, die legendären ersten fünf. Ludwig ist ja leider zurückgetreten. Von den vieren, die noch verblieben sind vom Original. Die sieht man ja auch gar nicht so oft zusammen. Wann warst du das erste Mal da und wie war es damals? Also ich hatte, der Castingprozess hat bei mir relativ lange gedauert. Ich war Ende 2018, hatte ich meine ersten Probedrehs. Da war ich auch dann das erste Mal im Walzwerk. Ich höre immer von den Kollegen, dass die schon mal vorher ins Studio durften, um mal so ein bisschen Luft zu schnuppern. Habe ich auch bei dir in der Web-Talkshow gehört, dass das ein paar Mal die Kollegen gesagt haben. Aber ich wurde einfach direkt ins kalte Wasser geworfen. Ich war im November, November 2018 das erste Mal im Walzwerk. Ja. Und war das ein guter Tag, als du abends nach Hause gekommen bist? Das hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Ja, ich meine, das ist ja was, ich bin ja in meinem ganzen Leben noch nicht mit, auch nur ansatzweise sowas wie Fernsehen on Cam, also vor der Kamera stehen, in Berührung gekommen. Das war eine völlig neue Erfahrung und das hat mir sämtliche Nerven und körperlichen Fähigkeiten geraubt. Aber war geil, also war ein schönes Erlebnis. Weißt du von diesem Tag noch so Dinge wie, was du gekauft hast oder wie viel Geld du da gelassen hast? Also ich kann mich vor allen Dingen noch daran erinnern, dass ich ganz liebevoll empfangen wurde. Also ich bin zur Tür reingekommen und wurde direkt von der Kollegin an die Hand genommen und wurde wirklich einmal durch das Händlerstudio geführt, durch die Maske. Mir wurde alles erklärt. Also da hat man mir noch den Eindruck vermittelt, dass ich jetzt sehr betüttelt werde und dass mir alles jetzt erklärt wird, wie ich mich wo zu verhalten habe und so weiter, Etikette. Und dann kam auf einmal, als sie dann weg war, kam auf einmal alles ganz anders. Und es hat auf einmal mir niemand mehr gesagt, was ich tun soll. Und es war dann, also für die Mitarbeiter war das ja deren Standardroutine. Die machen ja alles, wie sie es immer machen. Und mir wurde dann einfach gesagt, David, gleich kommt der erste Fall. Expertendreh ist schon fertig. Jetzt setz dich bitte auf den Händlerstuhl da vorne. Oben rechts sitzt du heute. Und gleich geht's los. Und ich so, fuck, was soll ich jetzt machen? Wie, wann, welche Signale, was, wie, wo? Also es hat super entspannt angefangen, super liebevoll und ist dann wirklich in einem Sprung ins frierende Wasser geendet. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich muss allerdings sagen, ich kann mir die ersten Folgen, so geht es wahrscheinlich auch vielen HändlerkollegInnen, ich kann die mir nicht mehr angucken. Das ist eine absolute Katastrophe. Wann war denn der Zeitpunkt, als du gedacht hast, okay, jetzt bin ich richtig drin? Gab es den oder kommt der erst noch? Es hat tatsächlich Klick gemacht. Das war, ich weiß nicht, vielleicht nach 2, 3 Monaten. Also nach ein paar Drehtagen, einfach vielleicht nach 10, ich weiß es nicht, habe ich mir irgendwann gedacht, so, boah, Alter, du hast das jetzt schon so oft gemacht. Es ist immer wieder irgendwie vom Schema das Gleiche. Die Kameraleute, mit denen bist du per Du, mit denen trinkst du Kaffee, vor denen kannst du dich auch nicht mehr wirklich blamieren. Es war irgendwann einfach so, zack, ja,
Schwer zu beschreiben. Ich freue mich aber, dass du dich gut eingefunden hast. Aber gab es vielleicht einen Tag, bei dem du heute noch denkst, den müsste ich jetzt nicht nochmal erleben? Ja, also ich erinnere mich an einen Tag, das war Mitte 2020. Corona hat gerade Deutschland getroffen. Und das war der Tag, wo wir dann auch entschieden haben, den Dreh abzubrechen. Ja, das war, wir hatten dann noch bis zur Mittagspause, also die erste Hälfte haben wir noch gedreht, aber dann, wir haben ja auch alle parallel noch die Nachrichten verfolgt und wie sich die Lage immer weiter zugespitzt hat und dann hatten, glaube ich, auch noch Kandidaten abgesagt für den Tag und das war der letzte Drehtag von Bares für Rares, bevor der Corona-Lockdown kam und bevor dann erstmal viele Monate lang nicht mehr gedreht werden konnte und das war so ein bisschen Endzeitstimmung. Wir saßen dann noch beim Mittagessen, alle mit Abstand schon, alle mit Masken. Und also nicht während dem Essen. Wir haben uns echt gedacht, so wow, okay, wir werden uns jetzt wahrscheinlich lange nicht mehr wiedersehen. Das war keine schöne Stimmung, ja. Früher gab es ja noch den Händlertisch, da saßen alle in so einem Halbkreis, eben vor den Verkäuferinnen und Verkäufern. Eine Änderung durch Corona ist ja, dass ihr alle so einzelne Sitzplätze habt wie in der Schule. Ist das für dich besser oder schlechter? Ich meine, du hast die Konkurrenz jetzt nicht mehr ganz so gut im Blick, oder? Es hat Vor- und Nachteile. Es ist, du bist so ein bisschen mehr in deiner eigenen Welt. Das kann ja auch manchmal helfen, wenn du nicht mehr so körperlich interagieren musst. Ich muss jetzt aber eins dazu sagen. Ich war ja nur ein Jahr mit rundem Tisch dabei. Und jetzt seit 3 Jahren mit den Einzelplätzen. Also ich bin sozusagen ein Corona-Händler. Ja, ich hatte meine Hauptphase, also ich hatte jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 80-90% aller Sendungen jetzt in dem aktuellen Setup. Und ich kann es mir ehrlich gesagt anders gar nicht mehr vorstellen. Also die paar Folgen, die ich noch mit rundem Tisch gedreht habe, ich erinnere mich kaum noch dran, müsste ich mal in der Mediathek schauen. Und wenn jetzt eine neue Händlerin oder ein neuer Händler dazukommt, machst du dann die komplette Führung und bist total comforting, wie du es gern gehabt hättest? Oder sagst du auch nur, jo, viel Spaß, wir drehen jetzt? Mir hat das auf jeden Fall was gebracht, dass das damals mit mir so nett getan wurde. Ich habe dadurch, glaube ich, generell netter zu neuen HändlerkollegInnen geworden, weil ich mir denke so, wow, die sind jetzt in der gleichen Situation, wie ich damals war. Und dir hat das damals so sehr geholfen. Also versuchst du jetzt wenigstens irgendwie das so ein bisschen weiterzugeben an die Neuen. Ich habe jetzt noch keine Führung gemacht. Dazu kam es auch einfach zeitlich nicht. Ich war aber auch, glaube ich, noch keinen ersten Drehtag mit einem anderen Händler gehabt. Aber ich bin immer ganz besonders nett und weiß nicht, bin irgendwie auch immer, also versuche immer extrem offen zu sein. Und wenn jemand ein bisschen Lampenfieber hat, erzähle ich dem dann auch, wie schrecklich es bei mir in den ersten Drehtagen war. Das hilft ja dann unter Umständen dann auch ein bisschen weiter zur Beruhigung. Und Bares für Rares drehst du ja nun nicht 365 Tage im Jahr. Du hast mit deinem Papa zusammen 2 Antiquitätengeschäfte in Wiesbaden oder sind es mittlerweile 3? Wir hatten 2 Filialen. Wir sind jetzt gerade dabei, also wir schließen alle Filialen, die Showrooms und die Büros und die Lagerflächen, die wir bisher hatten, werden wir dieses Jahr alle schließen. Ja, oh mein Gott. Wir haben in der Wiesbadener Innenstadt eine neue, ich nenne das immer Superfiliale, gefunden, wo wir jetzt den Mietvertrag unterschrieben haben. Und das sind jetzt über 750 Quadratmeter Fläche in der Innenstadt mit ganz vielen Parkplätzen. Und da werden wir jetzt die Büros, die neue Lagerfläche und Showroom und Galerie und An- und Verkaufsfläche werden wir jetzt alles an einem Standort kombinieren. Und da freuen wir uns alle sehr drauf. Vor allen Dingen auch die MitarbeiterInnen, weil die, das nervt ein bisschen, dass wir so an unterschiedlichen Standorten sitzen. Von der Kommunikation, vom Teambuilding her, kannst du dir vielleicht denken. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Klingt aber auch ein bisschen nach Goodbye-Freizeit, ne? Ach, es kann nicht mehr schlimmer werden, ich sag's dir. Aber ach so, weil ich noch sagen wollte, weil du gerade gesagt hast mit meinem Vater. Also ja, mein Vater macht das seit 1974 und ich bin dann 2008 bin ich dann dazugekommen, aber der hat jetzt zum 1. Februar die Firma tatsächlich an mich übergeben. Wir haben eine neue GmbH gegründet und ich zusammen mit dem anderen Hauptmitarbeiter der letzten Jahre und der hat sich jetzt quasi mehr oder weniger ganz frisch zur verdienten Ruhe gesetzt. Gut, das erklärt deinen Satz mit Freizeit ist so gut wie tot.
Ja, das ist nicht so einfach, ja. Ich habe jetzt 12 Mitarbeiter, wo ich ja auch so ein bisschen mehr oder weniger dafür verantwortlich bin, dass die jeden Monat ihr Geld auf dem Konto haben. Und genau, ich habe hier noch einen Sohn. Und das war's eigentlich. Das sind ja jetzt dann 2 Kinder sozusagen. Also der Sohn und die Firma. Ist ja auch ein Baby. Das eine Kind ist 750 Quadratmeter groß. Ja, der andere auch, wenn er so weiter isst, wie er aktuell. Der isst teilweise manchmal abends, der isst Portionen, der ist 2 Jahre alt, der isst mehr als sein Papa. Da sollte er auch noch ordentlich zulangen, gerade in dem Alter. Richtig, da muss er wachsen, ja. Mit allem, was bei dir gerade so passiert, ist da überhaupt noch genug Platz für Bares Ferraris oder ist Bares Ferraris auch sehr allentscheidend für dein Geschäft? Ja, genau, das bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig auf jeden Fall. Bares Ferraris nimmt ja letztendlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit ein. Also ich bin ja jetzt auch nicht einer von den HändlerInnen, der jetzt irgendwie besonders, also extrem häufig dreht. Also es gibt ja wirklich HändlerInnen, die so fast jedes Mal dabei sind oder einen Großteil der Zeit. Bei mir sind das ja, sag ich mal, im Durchschnitt vielleicht 3 bis 5 Drehtage im Monat. Das ist noch verkraftbar. Das schaffen dann meine MitarbeiterInnen auch ohne mich. Bares Ferraris gibt es jeden Tag im ZDF um 15.05 Uhr oder online in der ZDF-Mediathek. Und wenn ihr Glück habt, dann ist auch er im Händlerraum. David Suppes in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, hat Spaß gemacht. Danke, das fand ich auch. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Momente Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, oh, Nico, Bares Ferraris gibt es schon so, so, so lange. Warum eigentlich? Weil es ein gutes Format ist und es sich auch immer wieder im Wandel befindet. Also selbst wenn ihr jetzt denkt, ich habe vor 6 Jahren reingeguckt, ich schaue jetzt wieder rein, da sieht ja alles gleich aus. Nein, da wird jedes Jahr sehr viel verändert. Es sind kleine Sachen, weil natürlich, wenn etwas so erfolgreich ist, dann änderst du es ja nicht komplett, weil die Leute lieben es ja, offensichtlich. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und jetzt die heutigen Abschlussworte von David Suppes. Bis dann. Ja, dann vielen Dank erstmal für die schöne Werbung. Also mein großes Thema ist eigentlich, meine Mission ist so ein bisschen das Thema Freiheit. In meinem Leben wurde ich oft, also haben oft Leute versucht, mich zu manipulieren, zu verändern, mich irgendwie anzupassen. Und ich will einfach sagen, dass Leute, egal, eure Freunde, eure Feinde, eure Mitspieler, eure Gegenspieler, eure Eltern, wer auch immer, lasst die Leute sein, wer sie sind und lasst sie leben, wie sie leben wollen. Ihr wollt ja selber genauso behandelt werden. Und deswegen, einfach für mehr Freiheit im Leben. Ich glaube, das brauchen wir aktuell auch mehr als jemals zuvor.